Judith Jonas und ihr Ehemann Martin haben sich ein Wochenende fernab der Zivilisation genommen, um in Ruhe mit ihrem Sohn über ein heikles Thema zu sprechen. Da er bald volljährig wird, wollen sie ihn endlich über die wahren Familienverhältnisse aufklären. Weißt du, es kommt jetzt für dich vielleicht alles aus dem Blauen heraus und weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Ich habe all die ganze Zeit überlegt, wie ich es dir sage und habe gedacht, wir machen einfach einen Campingurlaub, was Schönes. Martin ist nicht dein Vater. Es tut mir leid. Er hat dich großgezogen wie ein Vater. Er war immer für dich da. Thilo saß da einfach nur stumm da und ich habe an seinem Gesicht gesehen, dem ist im Moment eine Welt zusammengebrochen. Der tat mir so leid. Ich habe all die Jahre überlegt, wie ich es dir sagen soll. Verstehst du, Martin war immer für dich da. Also, habt ihr mich 17 Jahre lang angelogen? Nein, nicht angelogen. Ich meine, ich bin immer noch dein Vater. Jetzt. Thilo! Jetzt warte. Jetzt geh nicht weg und mach ab. Jetzt warte doch, Mensch! Lass mich in Ruhe, Martin. Thilo! Lass mich, Julia, ich hab dir gesagt, eine blöde Idee. Die beiden waren einfach verschwunden. Ich habe von denen nichts mehr gehört. Ich habe mir erst mal Vorwürfe gemacht und musste einfach schauen, was mit den beiden los war. Ich bin hinterher. Thilo! Thilo! Martin! Thilo! Thilo! Martin! Martin, was ist los? Judith versucht zu begreifen, was passiert ist. Sie hat große Angst, denn Martin kann vor Schmerzen kaum sprechen. Martin, was ist los? Oh Gott, wie siehst du aus? Was ist denn passiert? War das Thilo? Martin lag da am Boden, überall Blut verschmiert. Ihm war schlecht, ich weiß nicht, er hat keine Luft mehr bekommen. Ich wusste überhaupt nicht, was los war. Was war passiert? Martin, was ist los? Was ist? Hast du Schmerzen? Judith macht sich Vorwürfe, weil ihre überstürzte Offenbarung den furchtbaren Familienstreit ausgelöst hat. Sie befürchtet sogar, dass ihr Sohn Thilo für die Platzwunde seines Vaters verantwortlich sein könnte. Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst Köln, wo ist der Notfallort? Hallo, hier ist Judith Jonas, ich bin am Stockheimer See. Mein Mann ist irgendwie, ich weiß nicht, was passiert ist, ist verletzt, der liegt hier. Ich weiß nicht, was er hat, ihm schlecht, alles voller Blut. Frau Jonas, können Sie mir denn beschreiben, was vor Ort ist? Irgendwelche offensichtlichen Verletzungen? Ich weiß nicht, die Hand ist auf, alles voller Blut, er wirkt, ich weiß nicht. Wo blutet er denn? Am Kopf, an der Hand, überall, ich weiß. Bleib liegen, Martin, ist okay. Ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht ist es... Ist er gestört? Wurde das beobachtet? Ist jemand da denn hier? Ich bin hier alleine. Ich weiß nicht, wo mein Sohn Thilo ist. Wo ist Thilo? Vielleicht war er's. Der Verdacht, ihr Sohn könnte Martin so schwer verletzt haben, quält die Mutter. Dabei ist die Kopfverletzung gar nicht der Grund für den schlechten Zustand des 46-Jährigen. Doch das soll erst nach dem Eintreffen der Rettungskräfte klar werden. Bleib da. Sie bleiben bei Ihrem Mann und betreuen ihn, solange die Kollegen da sind. Okay, danke. Bis gleich. Die Ungewissheit, was nach dem Streit zwischen Vater und Sohn vorgefallen ist, nagt schwer an Judith. Und von Thilo fehlt weiter jede Spur. Thilo, geh jetzt bitte an dein Telefon dran. Hier ist die Mama. Dein Papa liegt hier verletzt am See. Bitte komm zurück. Ich weiß nicht, was los ist. Bitte komm. Ja, hier bin ich! Beim Anblick des 46-jährigen Ehemanns wird den Einsatzkräften schnell klar, dass sie keine Sekunde zu früh eingetroffen sind. Wie schlimm die Folgen des Familiendramas tatsächlich sind, wird Notärztin Dr. Silke Konrad jedoch erst im Laufe der Untersuchung herausfinden. Hallo! Ich weiß nicht, ob vielleicht mein Sohn oder er... Hallo! Nicht. Ganz kurz, ich gebe erstmal Ihren Kopf. Wir haben nicht bewegen im Moment. Kopfplatzwunde. Ah, Leute. Können Sie gut luften? Da tut's weh. Da tut's weh. Ja, kein Abproblem.
Wir haben den Patienten dann liegend vorgefunden. Prima Vista natürlich mit einer Kopfplatzwunde. Er war kaum ansprechbar. Er klagte über starke Schmerzen. Wir sind natürlich hier von einem traumatischen Geschehen erstmal ausgegangen, sodass wir hier zunächst erstmal das Stiffneck angelegt haben und einen Bodycheck durchgeführt haben, sodass wir hier erstmal mit einem Traumamanagement begonnen haben. Der hat eine Kopfplatzwunde, hat mehrere Schürfverletzungen. Was ist hier passiert? Ist er gestürzt? Ich habe ihn gesucht. Er hatte Streit mit meinem Sohn. Ich weiß nicht, irgendwo Thilo ist auch unterwegs. Also Sie haben den Sturz jetzt hier nicht gesehen? Nein, ich habe ihn gesucht und habe ihn hier liegen gesehen. Also es sieht ja schon aus, er hat überall Schürfverletzungen, dass er hier irgendwo gestolpert ist. So, alles klar. Ich habe dem erstmal den Kopf. So, kriegen Sie Luft im Moment? Steht das Kopf hier einmal rüber, geht. Oh, das ist gut. Cool. Ich behalte den Kopf erstmal. Kriegen Sie gut Luft? Ja, was tut weh hier? Wo tut was weh? Ja, überall in der Brust. Brust? Wie lange geht das schon mit der Brust? Vesikuläres Atemgeräuschspeichen. Tut das weh? Was ist das für ein Schmerz? Was ist das für ein Schmerz? Es tut weh, es strahlt sich. Wie lange geht das schon? Hat er irgendwelche kardialen Vorerkrankungen, mit dem Herzen irgendwelche Probleme? Hatte was mit dem Herzen gehabt, hat doch immer so Medikamente genommen. Was nimmt er denn da? Wissen Sie das? Hat er schon mal einen Infarkt gehabt? Irgendwelche Blocker, sowas. Ich weiß aber gar nicht, was er da hat. Hat er Bluthochdruck? Ja, er hat Bluthochdruck. Zucker oder sowas bekannt? Ganz leider nichts. So, ich möchte ganz gerne, dass mir einer noch das Becken noch mal checkt. Können Sie die Beine ausstrecken? Ja, habe ich gerade gecheckt, ist alles in Ordnung. Okay, wir haben kein B-Problem, wir haben jetzt wahrscheinlich ein C-Problem. Ich möchte einen Zugang und dann gucken wir erstmal das 12-Kanal-EKG an. Unten sehe ich keine weiteren Verletzungen. Gibt ihr mir schon mal was hier zum Abdecken? Das blutet hier ziemlich stark, dass ihr mir einfach nur mal eine Kompresse rausgibt. Machst du mir eine Kompresse da? Ja, kommt jetzt auch. Können Sie sich dann an irgendwas erinnern, was hier passiert ist? Warum liegen Sie hier? Warum haben Sie diese Verletzungen am Kopf? Ich bin gestolpert, ich suchte. Sie sind gestolpert? Ja, wo ist Tilo? Wer ist denn Tilo? Mein Sohn, unser Sohn. Wo ist der denn? Ich weiß nicht, der ist irgendwo weg. Ist abgehauen. Waren Sie mit dem zusammen, ja, mit Ihrem Sohn? Ist weg, ich weiß nicht. Ich bin nur gestolpert. Du musst bitte einmal gucken, wir kriegen hier eine ST-Regel. Da ist er gestürzt. Ganz gut. Ich weiß nicht, wo er ist. Gibst du mir mal näher ran? Kannst du mal alle mal umschalten, bitte? Einmal die Blutdruckmanschette. Ja, pass auf, wir haben ST-Hebung über der Vorderwand. Ja, die andere. Wahrscheinlich haben hier wir haben sichere Infarktzeichen. Ziehst du mir mal eine Mo auf, bitte. Einmal Heparin, einmal 300 Milligramm Aspisol. Ja. Dann machst du mir eine Anmeldung im Herzkatheter, ob wir da reinfahren können. Ja. Wir müssen jetzt mal zügig machen. Ja, wir legen ihn jetzt, weißt du was, wir legen ihn auf das Beinbord, Gott sei Dank, pass auf. Nachdem wir den Patienten dann primär versorgt hatten, klagt er über einen thorakalen Druck mit Ausstrahlung in den linken Arm. Wir haben natürlich sofort eine 12-Kanal-EKG angeschlossen und im EKG die typischen Zeichen eines Infarktes gesehen. Alles gut, Sie bleiben ruhig liegen, ja? Was hat mein Mann? So, kommen Sie mal ganz kurz her. Ja. Ich sehe im EKG, dass er auf jeden Fall Veränderungen im Herzen hat. Höchstwahrscheinlich hat er einen Herzinfarkt. Wir bringen ihn jetzt ziemlich zügig ins Herzkatheterlabor. Ja, das muss jetzt. Das muss jetzt. Das weiß ich jetzt nicht. Hatte er Stress jetzt im Moment gehabt? Was war denn hier überhaupt? Also ich gehe ja davon aus, dass er gestürzt ist. Warum ist er denn hier alleine? Wo ist denn der Sohn? Wo sind Sie? Sie waren ja alle nicht zusammen. Was ist denn überhaupt passiert hier? Mein Sohn ist, ich weiß nicht, wo er ist, der Tilo. Wir hatten eben einen Streit. Wir hatten eigentlich einen schönen Familienurlaub geplant. Und ich habe meinem Sohn sagen müssen, dass er nicht von ihm ist. Und dann hat Tilo das ein bisschen im Streit falsch aufgefasst. Also Sie haben es gestritten, also war stressig jetzt im Moment. Es war wirklich sehr viel Stress. Okay, und er ist weggelaufen. Halt. So, wir kümmern uns jetzt erstmal. Nehmen Sie mal bitte die Hand. Mein Mann hat ja schon längere Zeit Probleme mit dem Bluthochdruck. Und er hat auch hohe Cholesterinwerte. Aber dass er einen Herzinfarkt kriegen würde, hätte ich jetzt nie gedacht. Wir werden ihn jetzt zügig auf jeden Fall in die Klinik bringen. Was ist denn jetzt mit Ihrem Sohn? Wo ist der denn? Ich weiß nicht, wo er ist. Er geht nicht ans Telefon. Die Mailbox geht immer nur dran. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe schon versucht, ihn anzurufen. Also ich gehe jetzt hier nicht mal von irgendeinem Gewaltverbrechen aus, weil das hier jetzt in unserer Einsatzmeldung irgendwo beschrieben war. Nein, ich glaube... Können wir die Polizei jetzt abbestellen oder was? Die ist ja noch nicht da. Ja. Also ich würde mal... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht können Sie Ihren Sohn jetzt einfach noch mal anrufen. Ja? Ich versuche ihn noch mal anzurufen. Pass auf.
Natürlich ist ein Herzinfarkt, ein Myokardinfarkt eine lebensbedrohliche Situation. Hier zählt wirklich jede Minute. Das heißt, der Patient muss sofort auf einen Herzkatheterplatz, wo die verstopften Herzkranzgefäße höchstwahrscheinlich geweitet oder auch versorgt werden müssen. Ich denke mir, wir waren relativ schnell, wir waren zügig vor Ort. Wir haben die entsprechenden Medikamente gegeben und werden jetzt zügig die Klinik der Maximalversorgung anfahren, sodass der Patient noch im Rahmen der 60 Minuten katheterisiert wird und hier eine entsprechende Versorgung stattfindet. Aufgrund seines hohen Blutdrucks muss der 46-Jährige Stresssituationen eigentlich meiden und besondere Vorsicht walten lassen. Dass sich aber auch sein Sohn in einem Ausnahmezustand befindet und vom Zusammenbruch seines Vaters gar nichts mitbekommen hat, wird sich erst später zeigen. Das war höchstwahrscheinlich zu viel. Stress, gelaufen. So, zweimal den Kopf. Ja, der Sturz jetzt. Dann hat er auch noch Risikofaktoren. Also es ist jetzt wirklich nicht ganz ohne. Ich glaube, ich brauche doch noch Ihre Hilfe. Eins, zwei, drei. Okay, und? Auf der anderen Seite hoch. Okay, und hoch. Seid ihr da? Da kommt jemand. Mama. Tilo! So fährt er mir zügig rein. Tilo, was ist los? Mama. Einer das EKG, bitte. Was passiert? Ja. Was ist mit Papa passiert? Papa? Tilo. Ist das der Sohn? Warte mal kurz. Tilo. Gut, dass du da bist. Sind Sie der Sohn? Wissen Sie, was mit ihm passiert ist? Wo warst du? Ich bin weggelaufen. Ich hab dich gesucht. Ich musste das erstmal verdauen, es tut mir leid. Was ist passiert? Ich hab wegen gestolpert, ich hab dich gesucht. Und okay. Also, Clemens, es wird alles gut, ja? Nehmen Sie mal Ihre Mama. Ja? Wir müssen jetzt ins Krankenhaus fahren, ja? Es ist mir ganz egal, wer mein richtiger Vater ist. Du bist mein Papa. Seid ihr da? Was geht mal für mich da? Du bist mein Papa. Wir fahren jetzt in die Uniklinik. Ich habe mitbekommen, in welcher Situation jetzt hier die Familie sich befand. Natürlich gibt es hier auch Konflikte, die auch zu erwarten sind. Aber ich denke, dass Sie mit Hilfe von vielleicht auch Psychologen, die hier unterstützend beraten können, denke ich mir, Ihre Situation meistern können. Martin wurde in der Klinik versorgt und hat den Herzinfarkt gut überstanden. Er muss jedoch darauf achten, Stress künftig strikt zu vermeiden. Tilo hat die Wahrheit inzwischen verdaut. Dass sein Vater nicht sein biologischer Vater ist, ändert nichts an seinen Gefühlen für den 46-Jährigen.